Sehr geehrte Frau Staatsministerin Professor Böhmer, sehr geehrte Exzellenzen, werte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Friederike. Ich freue mich anlässlich des heutigen Empfangs des Deutschen Archäologischen Instituts über ein seit 2009 laufendes Projekt der Außenstelle Sana der Orientabteilung in der nordäthiopischen Provinz Tigray zu sprechen. Den guten diplomatischen Beziehungen Kaiser Menelik II. Von Äthiopien und Kaiser Wilhelm II. Ist es zu verdanken, dass Ende 1905 ein Forscherteam unter Leitung des Ethnologen Enno Littmann in die eritreische Hafenstadt Massaua aufbricht, um von dort aus in das nahezu völlig unbekannte Hochland Abyssiniens in den heutigen Staaten Eritrea und Äthiopien bis nach Aksum zu reisen. In der Hauptstadt des da ehemaligen Aksumitischen Königreiches soll die deutsche Aksum-Expedition erstmals archäologische Forschungen durchführen und generell die antike Kultur Abyssiniens ergründen. Nach einem fast viermonatigen Aufenthalt in Aksum, in denen die Expedition herausragende Ergebnisse erzielt, begibt man sich über den etwa 35 Kilometer östlich gelegenen Fundplatz Jeha wieder auf den Rückweg zum Roten Meer. Nur ganze 2,5 Tage verbringt die Expedition in Jeha, doch gelingt es trotz anfänglichen Widerstandes der Priester, Ausgrabungen in 2 Monumentalbauten durchzuführen und erste Bauaufnahmen anzufertigen. Die Außergewöhnlichkeit dieser Bauten mit ihrem sabäischen, südarabischen Charakter erkannte die Expedition bereits damals. Sie zeugen gemeinsam mit den vor Ort gefundenen sabäischen Inschriften von den engen Kontakten Äthiopiens zum heutigen Jemen. Noch immer bilden die Ergebnisse dieser Expedition die Grundlage jeglicher Forschungen in Aksum und in Jeha. Unsere Erforschung der Archäologie und Geschichte der Region von Jeha wird neben den Haushaltsmitteln des DAI dankenswerterweise seit 2016 im Rahmen eines auf 12 Jahre angelegten Langfristvorhabens durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert. Es handelt sich dabei um ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Epigraphiker Norbert Nebes vom Lehrstuhl für semitische Philologie und Islamwissenschaft der Universität Jena und verschiedenen internationalen Kooperationspartnern. Besonderen Anteil hat dabei die äthiopische Seite, heute vertreten von dem aus Addis Abeba angereisten Präsidenten der äthiopischen Antikenbehörde, Atto Jonas Desta, dem ich ganz herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit danke. Jekanele, Atto Jonas, thank you very much for the wonderful cooperation. Thank you. Ich möchte diese Gelegenheit ergreifen, auch allen deutschen Projektpartnern meinen Dank für die hervorragende Kooperation auszusprechen. Desgleichen danke ich meinem ganzen Team, stellvertretend seien hier Sarah Japp und Mike Schnelle genannt, für die gemeinsame und erfolgreiche Arbeit in Jeha, die ich hier vorstelle. Unsere Forschungen in Jeha sowie weitere Projekte der Orientabteilung im Tigray zu den kulturellen Beziehungen Südarabiens und Äthiopiens an den Fundplätzen Adiakawe in der Nähe der Provinzhauptstadt Mekele und Haweelti nahe Aksum sind neben dem Cluster Migration und Kulturkontakte eingebunden in das Trans-Area Network Africa. Hier behandelt es sich um einen Forschungsverbund innerhalb des DAI, der den organisatorischen Rahmen für eine Vernetzung der zahlreichen Projekte der verschiedenen Abteilungen und Kommissionen des DAI auf dem afrikanischen Kontinent bildet und den weiteren Ausbau dieser Aktivitäten koordiniert. Neben unseren archäologischen Forschungen engagieren wir uns in Jeha auch kulturpolitisch. So errichten wir ein archäologisches Museum, das spätestens ab 2019 unsere Forschungsergebnisse präsentieren soll. Das Projekt wird zudem mit Ausbildungskomponenten vor Ort ergänzt. Deutsche Fachleute arbeiten dabei in verschiedenen Trainingskursen eng mit der lokalen Bevölkerung zusammen.
Die Fortbildung von Touristenführern oder auch die Vermarktung von Souvenirs zählen ebenso dazu wie die Vermittlung von Bautechniken. Schließlich werden bei den umfangreichen Restaurierungsarbeiten an den Monumentalbauten von Yeha unsere äthiopischen Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Restaurierungsmaßnahmen wie etwa Steinmetz- und Mörteltechniken oder dem Gerüstbau ausgebildet. Mit bis zu 100 Mitarbeitern sind wir während unserer Forschungskampagnen in der Region die größten Arbeitgeber. Das äthiopisch-deutsche Kooperationsprojekt in Yeha kann meines Erachtens als ein gutes Beispiel für die enge Zusammenarbeit zwischen Äthiopien und Deutschland nicht nur in der archäologischen Erforschung des Landes, sondern auch auf dem Gebiet des Kulturerhalts und der nachhaltigen touristischen Erschließung dieser Region dienen. Bevor wir uns, meine Damen und Herren, der Frage zuwenden, wie der Gott der Sabäer nach Ostafrika kam, lassen Sie mich zunächst einen kurzen Blick auf die zwei vielleicht wichtigsten weiblichen Berühmtheiten Äthiopiens werfen. Die zu Lebzeiten nur ungefähr 1,5 Meter große, ca. 27 Kilogramm schwere und etwa 3,2 Millionen Jahre zählende Lucy ist eines der prominentesten Fossilien weltweit. Äthiopien wird unter anderem durch den Fund der Skelettreste dieses Individuums der Art Australopithecus afarensis als Wiege der Menschheit bezeichnet. Daneben verblasst sogar die ansonsten so schillernde Gestalt die Königin von Saba. Sie erscheint nicht nur im Alten Testament und im Koran, sondern auch in äthiopischen Legenden und soll in der Mitte des 10. Jahrhunderts vor Christus König Salomon in Jerusalem besucht haben. Sie bringt ihm aus ihrem sagenhaft reichen Land Gold, Weihrauch und Gewürze mit. Die Herkunft der Königin von Saba, deren Existenz bzw. historisches Vorbild bisher nicht bewiesen werden kann, bleibt umstritten. Während die einen das Herrschaftsgebiet von Saba um die antike Hauptstadt Mareb im heutigen Jeben als ihr Ursprungsland ansehen, stammt sie nach der äthiopischen Legende aus Äthiopien, und zwar eben aus der Königsstadt Aksum, nicht weit entfernt von unserem Fundplatz Yeha. Nach dem äthiopischen Nationalepos Gebre Negest, der Herrlichkeit der Könige aus dem Ende des 13. Jahrhunderts, besucht sie nicht nur König Salomon, sondern gebiert ihm auf ihrer Rückreise nach Äthiopien einen Sohn mit Namen Menelik. Dieser gilt als Ahnherr des bis 1974 regierenden äthiopischen Herrscherhauses. Nach der Überlieferung wird die Bundeslade während des Besuchs Meneliks bei seinem Vater Salomon gestohlen und durch eine Replik ersetzt. Die originale Bundeslade soll in einer Kapelle neben der Kirche der heiligen Maria von Zion in Aksum aufbewahrt werden, wo sie von einem Mönch lebenslang bewacht wird. Noch heute wird einmal im Jahr eine Replik dieser Bundeslade während einer feierlichen Prozession durch die Stadt getragen. Es ist kein Zufall, dass die Königin von Saba auch für Äthiopien in Anspruch genommen wird und dass ihr Herrschaftsgebiet in der Region von Aksum zu suchen ist. Hier spiegeln sich die engen Kontakte zwischen Saba im heutigen Jemen und Nordäthiopien wider. Diese Beziehungen begannen vor etwa 3000 Jahren im frühen 1. Jahrtausend vor Christus und hatten die Formierung einer der bedeutendsten antiken Kulturen südlich der Sahelzone zur Folge. Sie bestand etwa 400 Jahre, bevor sie aus bisher ungeklärten Gründen um die Mitte des 1. Jahrtausends vor Christus untergeht. Folgendes Szenario lässt sich durch unsere bisherigen Forschungen entwerfen. Im 9. Jahrhundert verlassen sabäische Bevölkerungsgruppen ihre Heimat im heutigen Jemen und gründen im abessinischen Hochland gemeinsam mit den dortigen Bewohnern ein Netz von Siedlungen. Deren politisches und religiöses Zentrum ist unser Fundplatz Yeha. Mit den südarabischen Einwanderern gelang dabei eine Reihe von Kulturtechniken wie etwa die Metallurgie, verschiedene Handwerks- und Landwirtschaftstechniken, aber auch sabäische Architekturformen und die sabäische Schrift und Sprache in die Region. Während in Südarabien im 8. Jahrhundert vor Christus die ersten großen Herrscherinschriften
über die politische Geschichte der Sabäer und ihrer Nachbarn berichten. Ich erinnere etwa an die von uns ausgegrabenen über 7 Meter langen Tatenberichte des sabäischen Herrschers Yisse Amawata aus der sabäischen Stadt Sirwar. Fehlen für Ostafrika bislang solche umfangreichen historischen Quellen. Die zumeist kurzen Bau- und Widmungsinschriften geben uns allerdings einen schlaglichtartigen Einblick in die gesellschaftliche Organisation. Sie zeugen neben der Integration einheimischer Bevölkerungsgruppen von der Adaptierung der religiösen und politischen Institutionen der Sabäer. So steht, wie in der gleichen Zeit in Südarabien, an der Spitze dieses neuen, in den Inschriften des 8. 7. Jahrhunderts vor Christus Diamat genannten Gemeinwesens ein König oder Mukarib, auf Deutsch ein Vereiniger. Wie der Prozess der ersten Kontaktaufnahme sabäischer Immigranten mit der einheimischen Bevölkerung und die Etablierung von Niederlassungen vonstatten ging, lässt sich noch nicht definitiv formulieren. Vieles spricht aber für eine eher friedliche, einvernehmliche Besiedlungspolitik, denn für eine militärische Okkupation. Ausschlaggebend war dabei sicherlich, dass die einheimische Bevölkerung von Anfang an in die Strukturen des neuen Gemeinwesens integriert war. Dies bezieht sich nicht nur auf den Aufbau der Infrastruktur wie der Umsetzung der monumentalen Bauprogramme, sondern auch auf die Herrschaftsformen. Anders als in Südarabien wird in Königsinschriften nämlich die matrilineare Abstammung genannt, mit anderen Worten die weiblichen Vorfahren des Herrschers sowie seine wohl einheimischen Gefährtinnen, Partnerinnen. Dies wiederum spiegelt deren wichtige Rolle in der Gesellschaft wider. So sind uns interessanterweise bisher auch ausschließlich weibliche Statuen, Statuetten und keine männlichen bekannt, die in den Heiligtümern als Weihgaben dargebracht wurden. Sie stellen Stifterinnen einer höheren gesellschaftlichen Schicht dar und bilden vermutlich diese einheimischen Partnerinnen des Herrschers ab. Auch andere Bereiche der neuen Kultur lassen sich nur bedingt auf südarabische Tradition zurückführen. Zwar folgen etwa die Bestattungssitten in Jeha mit Körpergräbern in Mehrfachbestattung ganz allgemein südarabischen Traditionen, doch bleibt die Errichtung von Schachtgräbern in der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus auf diese Region beschränkt. In Südarabien sind dies mausoleenartige, mehrstöckige Grabanlagen. Auch andere Kulturtechniken, wie etwa die Keramikproduktion, weisen bis auf wenige Gefäße mit kultischer Funktion, wie dieses Libationsgefäß, mehrheitlich nicht-sabäische Merkmale auf. Die Integration der indigenen Bevölkerung in das neue Gemeinwesen hatte von Beginn an einen Akkulturationsprozess zur Folge, sodass wir entsprechend von einer ethio-sabäischen und nicht von einer sabäischen Kultur sprechen. Spätestens an dieser Stelle, meine Damen und Herren, müssen wir uns die Frage stellen, warum die Sabäer diese afrikanischen Gebiete als so lohnend betrachteten, dass sie aus ihren ursprünglichen Siedlungsgebieten auf der arabischen Halbinsel auswanderten und die Gefahren der Überquerung des Roten Meeres auf sich nahmen, um im abessinischen Hochland zu siedeln. Die vielfältigen Gründe, warum sich Menschen in einer anderen Region, hier sogar auf einem anderen Kontinent niederlassen, haben sich prinzipiell auch über Jahrtausende nicht verändert. Und, wir hörten es schon von Frau Staatsministerin Wöhmer, die Erforschung von Migrationsprozessen in der Antike besitzt damit einen aktuellen Bezug zur Gegenwart. Wie Ihnen allen bekannt, reichen die Gründe neben militärischen Expansionsgedanken von politischer, religiöser oder ethnischer Verfolgung, Kriegs- und Naturkatastrophen über Überbevölkerung, Landmangel oder Hungersnöte. Allgemein steht über allen der Wunsch, seine Lebenssituation auf welche Weise auch immer zu verbessern oder seine Macht auszuweiten bzw. expansiv neue Ressourcen zu erschließen. Wir wissen, dass hier weder Mühen noch Gefahren gescheut werden. Dies war in der Vergangenheit nicht anderes. Bei der Beantwortung der Frage, wie die Sabäer Informationen über dieses ferne Land jenseits des Meeres erlangten, gilt es zu bedenken, dass die Kontakte zwischen beiden Seiten des Roten Meeres nicht schlagartig wie aus dem Nichts entstanden, sondern bereits wesentlich älter als 3000 Jahre sind.
So lässt sich bereits im 6. Jahrtausend vor Christus nachweisen, dass Obsidian aus Afrika zur jemenitischen Küste verhandelt wurde und dies, obwohl es Obsidianquellen im jemenitischen Hochland gibt. Im Laufe der Bronzezeit zeichnet sich dann eine Ausweitung dieser ökonomischen Beziehungen zwischen den beidseits des Roten Meeres gelegenen Regionen ab. Neben botanischen Zeugnissen lassen sich diese im 2. Jahrtausend archäologisch bisher allerdings nur über wenige Keramikvergleiche mit der nach dem von Burkhard Vogt erforschten südjemenitischen Fundort Sabah benannten Sabah-Kultur mit Funden etwa in Marsa Gavazis in Ägypten und im Gash-Delta belegen. Das nördliche Horn von Afrika war berühmt für seinen Reichtum an Rohstoffen, wie etwa Gold, Weihrauch und Elfenbein. Viele Forscher setzen daher das Hochland Äthiopiens und Eritreas sowie die nördlich anschließenden Gebiete der ostsudanesischen Ebene mit dem sagenumwogenen Land von Punt gleich. Nach Punt unternahmen die ägyptischen Pharaonen vom 3. bis zum Ende des 2. Jahrtausends vor Christus Expeditionen mit dem Ziel, unter anderem Aromata wie Weihrauch, aber auch Gold und Elfenbein nach Ägypten zu transportieren. Eine berühmte Darstellung dieser Expedition ist uns aus dem 15. Jahrhundert vor Christus im Totentempel der Pharaonen Hatschepsut bei Luxor überliefert. Den Sabäern war offensichtlich bekannt, dass die Region des nördlichen Horn von Afrika nicht nur naturräumlich attraktiv, sondern auch wirtschaftlich interessant ist. Ziel der südarabischen Siedlungspolitik war es, hier die Kontrolle über die Handelswege und Exportgüter zu sichern. Dabei waren technisches und administratives Know-how Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Besiedlung. Um das etwa 700 Kilometer entfernte Diyamat zu erreichen, mussten die Sabäer zunächst von den östlichen Randgebieten der innerarabischen Wüste über das jemenitische Hochland in die Tihama, den arabischen Küstenstreifen des Roten Meeres, gelangen. Von dort, vielleicht an der nur etwa 26 Kilometer engsten Stelle des Roten Meeres am Bab el-Mandab, wahrscheinlich aber weiter im Norden, wo sabäische Stützpunkte in Küstennähe archäologisch nachgewiesen wurden, überquerten die Sabäer das Meer. Nautische Kenntnisse, das Wissen um die vorherrschenden Winde sowie Erfahrungen im Schiffsbau waren Voraussetzungen für die Überfahrt, die nur mit Segelbooten bewältigt werden konnte. Archäologische Reste oder Darstellungen dieser Segelboote sind aus dem südarabischen oder ostafrikanischen Gebiet bisher nicht bekannt, doch wissen wir etwa von älteren ägyptischen Reliefdarstellungen oder den spektakulären Funden von Tauen sowie Schiffsplanken aus Marsa Gavazis aus dem 2. Jahrtausend vor Christus, dass Segelboote in dieser Region ein weit verbreitetes Transportmittel bildeten. Es ist davon auszugehen, dass die Sabäer in der geschützten Bucht der antiken Hafenstadt Adulis im heutigen Eritrea anlandeten. Hier wurde bisher vor allem die axumitische Bebauung erforscht, doch verweisen Keramikfunde und das Fragment eines alabasternen sabäischen Throns ebenso wie alte Bewässerungssedimente auf eine sabäische Besiedlung im frühen 1. Jahrtausend vor Christus. Von Adulis zogen die Sabäer über ausgetrocknete Flusstäler in das klimatisch günstigere Hochland. Mehrere ethio-sabäische Fundplätze entstanden entlang der Wegstrecke Richtung Süden. Ob zu diesem Zeitpunkt die um 1000 vor Christus in Südostarabien domestizierten Dromedare als Transportmittel von den Sabäern genutzt worden, lässt sich noch nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Neueste DNA-Untersuchungen von antiken und modernen Kamelknochen liefern uns allerdings sehr interessante Hinweise. So weist die südarabische Dromedarpopulation nur minimale genetische Unterschiede zu den Populationen Ostafrikas auf. Große Unterschiede dagegen zu denen Nordarabiens. Dies wiederum führte zu der Überlegung, dass domestizierte Dromedare bereits zu einem frühen Zeitpunkt auf dem Seeweg über das Rote Meer und nicht über den Sinai und Nordafrika nach Ostafrika eingeführt wurden. Als Dromedar-Importeure kämen die Sabäer damit durchaus in Frage. In Jeha fanden wir Kamelknochen aus Sedimentschichten des frühen 1. Jahrtausends vor Christus. Allerdings sind noch weitere archäozoologische Analysen notwendig, um diese Hypothese zu überprüfen.
Mit oder ohne Dromedar, nach etwa 8 bis 10 Tagesmärschen gelangte man von Adulis nach Jeha. Blicken wir auf diese Aufnahme nach der sommerlichen Regenzeit, so wird deutlich, welch ein Potenzial das Gebiet als Siedlungsplatz besaß. Eingebettet in einem von bis zu 2400 Meter hohen Bergen umgebenen Talbecken erstreckt sich das heutige Dorf Jeha. Ganzjährig fließende Quellen garantieren Menschen und Tieren eine Wasserversorgung unabhängig von den Niederschlägen. Noch wesentlich fruchtbarer muss man sich die Landschaft vor 3000 Jahren vorstellen. Hier haben die Forschungen unseres Kooperationspartners Christian Weiß zur Paläo-Umwelt Jehas ganz außerordentliche Ergebnisse erzielt. Anhand eines Profils durch einen Travertindamm des 1. Jahrtausends vor Christus kann eine erste Rekonstruktion der klimatischen Bedingungen vorgenommen werden. Die Auflösung des Profils liegt bei ca. 200 Proben, die mit weiteren Datierungen eine Rekonstruktion der Klimageschichte in etwa 5 Jahresschritten ergeben und damit eine für Nordäthiopien bisher einzigartige Genauigkeit erreichen. Bislang belegen die Ergebnisse, dass im 1. Jahrtausend vor Christus ein wesentlich humideres Klima als heute herrschte. Es lassen sich mindestens 3 Feuchtphasen von jeweils 60 bis 150 Jahren nachweisen, in denen die Wadis als Flüsse permanent Wasser führten. Entsprechend fruchtbar war die Gegend. Die Höhenzüge um Jeha bedeckten nach den bisherigen paläobotanischen Untersuchungen des Naturkundereferats des DAI und des Instituts für Biologie der FU Berlin dichte Wacholder- und Olivenbaumwälder. Deren Hölzer fanden, wie wir noch sehen werden, en masse für die Errichtung der Monumentalbauten Jehas Verwendung. Auch Weihrauchbäume werden hier in großer Zahl gewachsen sein, wie man sie noch heute südlich von Jeha findet. Das Harz des äthiopischen Weihrauchbaumes wurde bereits in der Antike für kultische Zwecke wie Rauchopfer genutzt und auf Weihrauchbrennern verbrannt. Heute, wie früher, diente es zudem als übelabwehrendes Mittel und fand bei medizinischen Behandlungen Anwendung. Anders als in Südarabien, wo der Weihrauch weit entfernt von Saba in der Provinz Salala im heutigen Oman wächst, konnte die Ernte in Diyamat vor Ort kontrolliert und der Handel direkt organisiert werden. Auch Rohstoffe wie das vulkanische Gestein, Obsidian, standen für die Produktion von Klingen ebenso vor Ort an wie Sand und Vulkangestein, das man als Baumaterialien nutzte. Natürliche Ressourcen bildeten Jeha zudem die Metallvorkommen. So waren Gold, aber auch Eisenerz in leicht zu erschließenden Lagerstätten bereits in der Antike bekannt. In diesem Frühjahr kamen äthiosabäische Goldobjekte in unseren Grabungen zutage, wie diese mit Gold umwickelten Bronzestäbe, deren funktionale Deutung uns gerade vor der geplanten Restaurierung allerdings noch Probleme bereitet. Das plötzliche Aufkommen von Bronzeobjekten im frühen 1. Jahrtausend vor Christus spricht dafür, dass sich in dieser Region die Kenntnis der Metallverarbeitung erst mit den südarabischen Einwanderern verbreitete. Für die Bearbeitung der in sabäischer Weise behauenen und sorgfältig geglätteten Steinquader benötigte man wie in Südarabien Bronzewerkzeuge. Bronzene Sicheln sowie vielleicht bereits der Pflug führten zu effizienteren landwirtschaftlichen Techniken. Zu diesen zählt wohl auch der Terrassenfeldbau, der in Südarabien seit dem 3. Jahrtausend vor Christus bekannt ist, und geomorphologische Untersuchungen sollen klären, ob diese Bewirtschaftungstechnik mit der sabäischen Migration an das nördliche Horn von Afrika gelangte oder eine unabhängige Entwicklung darstellt. Neben der Schaffung von ökonomischen Grundlagen und dem Aufbau der Herrschaftsstrukturen wurde in Jeha bereits zu einem frühen Zeitpunkt gewaltige Baumaßnahmen in Gang gesetzt. Es entsteht eine ca. 15 Hektar große Siedlung, wobei die Dichte an Repräsentations- und Sakralbauten bemerkenswert ist. Dies unterstreicht die Bedeutung von Jeha als Verwaltungs- und Herrschaftszentrum, aber auch als religiöser Mittelpunkt des neuen Gemeinwesens.
Mit den sabäischen Einwanderern wurde einer der zentralen Bestandteile einer jeglichen Gesellschaft südarabisch geprägt. Ich meine hier die Religion und ihre Kultpraktiken. So wurden nicht nur monumentale Tempelanlagen nach sabäischem Vorbild errichtet, sondern auch südarabischen Gottheiten geweiht. Al-Makka, der Hauptgott von Saba, fand seinen Platz im wichtigsten Heiligtum von Jeha, im großen Tempel. Mit dem südarabischen Pantheon übernahm man auch die religiöse Ikonografie. Ein Beispiel dafür ist die Darstellung des Symboltiers des Gottes Al-Makka. In nahezu unendlicher Reihung zieren sowohl in Saba als auch in Jeha stilisierte Darstellungen von Steinböcken, Architekturfriese, die ursprünglich den oberen Abschluss der inneren Tempelmauer bildeten. Die südarabischen Göttersymbole Halbmond und Venusstern finden sich hier wie in Saba etwa auf Weihrauchbrennern. In beiden Kulturen setzte man für die Kommunikation mit dem Göttlichen das Medium Rauch ein, indem man Weihrauch auf Altären verbrannte. Die Versorgung der Götter erfolgte auch durch Opfergaben anderer Art wie Libationen und Schlachtopfer. Zudem wurden Gaben wie die bereits gezeigten Frauenstatuetten oder auch Weihrauchbrenner selbst den Göttern in den Heiligtümern gewidmet. Bei rituellen Mahlzeiten verspeisten die Kultteilnehmer wie in Südarabien gemeinsam Fleisch zu Ehren der Götter. Dieses wurde zuvor in großen Bronzekesseln gekocht. Ein solches Gefäß fand ein Bauer bereits vor Jahrzehnten bei Feldarbeiten in der Nähe von Jeha und benutzte es noch bis vor kurzem bei Hochzeitsfesten als Fleischkochtopf. Interessant ist die am Rand angebrachte sabäische Inschrift, die den Namen eines Mannes und seiner Sippe enthält, die aus der Gegend der Oase von Mareb stammt. Er war vermutlich ein Steinmetz, der seine Inschrift wie auch andere sabäische Steinmetze in Diyamat hinterlassen hat. Diese besaßen nicht nur die Aufgabe, Steine zu behauen oder steinere Inschriften zu verfassen, sondern übernahmen auch die Funktion von Bauingenieuren, Zimmerleuten, Statikern und Architekten. Ihnen oblag es, zumindest die Repräsentationsbauten nach südarabischem Standard auszuführen, die Bautrupps anzuleiten und sicherlich auch ungelernte Arbeitskräfte auszubilden. Die bewusste Inszenierung südarabischer Bauformen war nicht nur eine Fortführung südarabischer Traditionen, sondern auch eine Machtdemonstration des neuen Gemeinwesens, das so seine technischen Fähigkeiten sowie seine wirtschaftliche Prosperität zur Schau stellte. Besonders deutlich spiegeln sich die südarabischen Bauprogramme bei den aufwendig gestalteten Monumentalbauten von Jeha wider. Näherte man sich dem Ort von den Handelsstraßen kommt, so waren sowohl der Palast und mehrere Prachtbauten als auch die auf hohen Felshügeln liegenden Tempelanlagen von Weitem sichtbar. Der Schnitt durch das antike Siedlungsgebiet zeigt bereits von uns untersuchte Gebäude, den um 800 vor Christus datierenden Palast auf der linken Seite, weitere Bauten des frühen ersten Jahrtausends vor Christus sowie der nachchristlichen frühaxemitischen Zeit, immerhin 7 Meter unterhalb des heutigen Geländes, das ist so ein kleiner Schnitt, den Sie da sehen, sowie mehrgeschossige ethiosabäische Repräsentationsbauten, die den 14 Meter hohen großen Tempel von Jeha ganz rechts umgeben. Dieser Sakralbau aus der Mitte des 7. Jahrhunderts vor Christus bildet den religiösen Mittelpunkt von Jeha und war dem sabäischen Hauptgott Al-Makka geweiht. Bereits im 6. nachchristlichen Jahrhundert wurde er zu einer Kirche umgebaut und ist noch heute ein heiliger Ort des äthiopisch-orthodoxen Christentums. Als Baumaterial für die Außenwände des Tempels verwendete man nicht etwa den lokalen Sandstein, sondern den in Südarabien für sabäische Sakralbauten üblichen schneeweißen Kalkstein. Dieser wiederum steht allerdings nicht vor Ort an, sondern musste aus den etwa 80 Kilometer Luftlinie entfernten, bei Adi Akaue gelegenen Steinbrüchen herbeitransportiert werden. Um die ca. 1000 Kubikmeter Steine, die teilweise bis zu 3,40 Meter lang waren und bis zu über 800 Kilogramm Gewicht hatten, zu schlagen, heranzutransportieren, in den Tempelmauern zu verbauen, fein zu behauen und zu polieren, wurde ein hoher logistischer Aufwand betrieben.
Viele mit den südarabischen Bauweisen vertraute Steinmetze und Handwerker mussten beschäftigt werden, um die enormen Arbeiten bewältigen zu können. Im Zuge der bauhistorischen Dokumentation dieses Heiligtums fanden sich drei unterschiedliche südarabische Steinmetzzeichen an den Quadern der Tempelmauern. Diese zeugen von einem hohen Maß an Bauorganisation und Arbeitsteilung, da sich auf allen Quadern einer Fassadenseite immer nur ein und dasselbe Steinmetzzeichen befand. Jede der Mauern lässt sich derart wohl einem eigenen Bautrupp zuordnen, der seine Werkleistung mit seinen Steinmetzzeichen belegte. Südarabischen Bautraditionen folgend wurden die Steinquader mörtellos mit größter Präzision versetzt. Für herausragende Dekorelemente, die man wie in Saba aus Alabaster fertigte, verwendete man kein afrikanisches Material, sondern importierte diesen aus Südarabien, aus einem von uns vor einigen Jahren untersuchten Alabastersteinbruch in der Region von Mareb. Der ebenfalls nach südarabischem Vorbild errichtete Tempeleingang war ursprünglich mit 6 monolithischen Pfeilern bestanden, die eine rekonstruierte Höhe von fast 8 Meter besaßen und über 12 Tonnen schwer waren. Diese Kolosse stammen allerdings aus lokalen Sandsteinbrüchen im Umkreis von nur 6 Kilometern. Gleiches gilt für die Pfeiler des Tempelinnenraums, welche die Decke der Haupthalle stützten. Über eine mittige, rechteckige Öffnung konnte Licht ins Innere des zweigeschossigen Bauwerks fallen. Altäre, von denen sich nur die Standspuren und Fundamente erhalten haben, müssen in diesem Bereich ergänzt werden. Diese lassen sich ähnlich rekonstruieren wie der in seinem Erhaltungszustand einzigartige Libationsaltar aus dem Almaka-Tempel von Adiakaue, der von der Orientabteilung von meinem Kollegen Pavel Wolf freigelegt wurde und typisch südarabisches Architekturdekor en Miniatur zeigt. Im mittleren der 3 hinteren anschließenden Räume des Tempelinneren, von denen sich nur noch die Fundamente erhalten haben, befand sich vermutlich das Allerheiligste für die Aufbewahrung eines Kultbildes. Eine gewaltige Brandkatastrophe beschädigte den Bau bereits in der Antike, vielleicht um die Mitte des 1. Jahrtausends vor Christus. Um dieses kulturelle Erbe zu bewahren, führen wir mit der äthiopischen Antikenbehörde neben der wissenschaftlichen Erforschung seit 2009 auch umfangreiche Restaurierungsarbeiten durch. Sie beinhalten den Einbau eines Edelstahlgerüstes und die Konsolidierung des Mauerwerks. Beratend unterstützt wurden wir dabei von dem Baudenkmalausschuss des DAI, der das statische Konzept nach einer Vorortbesichtigung vorschlug und zu dieser Lösung beitrug. Das aufgehende Mauerwerk des oberen Stockwerks wurde mit einem stählernen Stützgerüst verbunden und Edelstahlseile dienen dabei zur Übertragung der Kräfte von Wand zu Wand. Im März diesen Jahres fanden die Restaurierungsarbeiten nach 8 Jahren mit einer großen Eröffnungsfeier ihren Abschluss. Dabei wurde dieser einzigartige Bau für die Nachwelt bewahrt und steht äthiopischen Besuchern ebenso wie Touristen aus aller Welt zur Besichtigung offen. Und hier wäre das Wort Happiness sicherlich angebracht. Noch gewaltiger, und da komme ich jetzt langsam zum Abschluss, als den großen Tempel muss man sich den ursprünglich vielleicht bis zu 8 Stockwerken hohen Palast von Jeha mit etwa 60 mal 60 Meter Außenmaßen vorstellen. Der Palast ist damit für das frühe 1. Jahrtausend vor Christus das größte derartige Gebäude nicht nur in Ostafrika, sondern auch in Südarabien. Er wurde bereits zu Beginn der sabäischen Besiedlung errichtet und um 800 vor Christus fertiggestellt. Mehrere Umbauphasen datieren in das 8. bis 6. Jahrhundert vor Christus. Wie der große Tempel wurde auch der Palast durch ein Feuer zerstört, vermutlich ebenfalls um die Mitte des 1. Jahrtausends vor Christus, was dann das Ende der äthiosabäischen Gemeinwesens bedeutet haben mag. Vergleiche zu südarabischen Bauten belegen, dass die repräsentativen Wohnräume eher in den oberen, nicht mehr erhaltenen Stockwerken zu suchen sind, die ursprünglich über eine oder mehrere Steintreppen erreicht werden konnten.
Von seiner architektonischen Gestaltung mit monumentalem Pfeilereingang, einem Grundriss mit Eck- und Mittelvorsprüngen sowie zentralem Korridor mit seitlich anschließenden Räumen steht der Bau ebenfalls in südarabischer Tradition. So haben wir vor 10 Jahren einen etwa 100 Jahre älteren, vergleichbaren Bau in der sabäischen Stadt Sirwar unweit von Mareb ausgegraben. Auch hier liegt eine Funktion als Palast und Herrscherresidenz nahe. Mit einer rekonstruierten Gesamthöhe von etwa 40 Metern hebt sich dieses früheste Hochhaus Äthiopiens, welches auf einem Podium mit einer umlaufenden stufenartigen Anlage errichtet wurde, deutlich vom umgebenden Gelände ab. Um derartig hoch bauen zu können, musste das Gewicht der Wände so weit wie möglich reduziert werden. Dies erreichte man durch eine Konstruktion der auf breiten Fundamenten ruhenden Mauern in Holzsteinbauweise und nicht mit massivem Steinmauerwerk. Bruchsteinmauern wurden dabei horizontal mit Balken armiert. Dabei verwendetes Holz handelt es sich dabei um Wacholder und wilde Olive. Die Wandflächen verkleidete ein beiger Lehmmörtel, der zumindest in einigen Partien mit einfachen geometrischen Mustern wie einem Streifendekor in verschiedenen Farben bemalt war. Auch die Fußböden und Decken besaßen keine Steinplatten, sondern waren als Holzdielenboden bzw. Kassettendecken angelegt. Letztere wurden in größeren Räumen mit Holzpfeilern gestützt. Symmetrisch links und rechts eines Mittelkorridors gruppieren sich mehrere Räume und kleinere Kammern, deren genaue Funktion sich nicht immer bestimmen lässt. Einige dienten als Magazine, hier rot markiert, in denen ursprünglich wohl wertvolle Waren wie Weihrauch oder Gold aufbewahrt wurden. Reste der Waren haben sich nicht erhalten, doch wurden einige Raumeingänge sorgfältig mit Steinen zugesetzt, anschließend verputzt und teilweise versiegelt. An der rückwärtigen Fassade des Gebäudes wurde über die üblichen Restaurierungsarbeiten hinaus ein Wiederaufbau vorgenommen. Das Fassadensystem besteht dort aus Holzbalken und farbig rot gefassten Fassadenquadern, welche abwechselnd versetzt in einem Muster angeordnet sind. Diese aufwendige Fassadengliederung ist bisher auch im Vergleich mit ähnlichen Bauten in Südarabien einmalig und findet sich nur bei Darstellung von mehrstöckigen Bauten in der südarabischen Fels- und Wandmalerei des frühen ersten nachchristlichen Jahrtausends, aber auch heute noch bei unserem Institutsgebäude in der Außenaltstadt in Sana oder in der direkten Tradition der aksumitischen Palastbauten. Um die Administration und Logistik für den Bauaufwand zu ermitteln, sowie die dafür benötigte Arbeiterzahl zu schätzen, haben wir für den Palast von Jeha Massenberechnungen der Baumaterialien vorgenommen. Diese erlauben die für die Errichtung derartiger Monumentalbauten notwendige Komplexität der Gesellschaft zu ermitteln. Sowohl die angewandten Techniken als auch die Dimensionen dieser Bauten erfordern den Einsatz einer großen Zahl in südarabischen Techniken geschulten Arbeitskräften, einschließlich Architekten und Administratoren. Die bisherigen Berechnungen ergaben, dass allein für die unteren Stockwerke dieses Palastes, also für ein Stockwerk, Baumstämme in einer Länge von fast 12 Kilometer benötigt wurden, was durchschnittlich 1000 Bäumen für ein Stockwerk entspricht. Der Holzbedarf für die Decken, Fußböden und Fassaden ist dabei noch nicht einmal berücksichtigt. Da arbeiten wir noch dran. Offensichtlich existierte zur Zeit der Erbauung des Palastes in der Region ein noch ausreichender großer Bestand alter Bäume, der allerdings den Baumaßnahmen größtenteils zum Opfer fiel. Eine sukzessive Entwaldung der Region mag eben mit jenen prestigeträchtigen Bauprogrammen in Kombination mit der Anlage großer Feldflächen in Verbindung gebracht werden. Meine Damen und Herren, der Beginn des ersten Jahrtausends vor Christus markiert am nördlichen Horn von Afrika einen Zeitpunkt dynamischer Kulturentwicklung. Durch das Zusammentreffen zweier bis dahin eigenständiger Kulturkreise wird ein Akkulturationsprozess in Gang gesetzt, der nicht nur in die Entstehung eines neuen Gemeinwesens mündet, sondern gleichzeitig zu weitreichenden sozialen wie technischen Innovationen führt. Es entsteht eine neue, eine äthio-sabäische Kultur. Diese weist auf den ersten Blick zwar viele südarabische Elemente auf, doch betreffen diese nicht alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens.
Auf einheimische Einflüsse verweisen etwa die Bestattungssitten, die Keramikproduktion oder auch die soziale Stellung der Frauen. Ich denke dabei an die in Südarabien nicht übliche Nennung der weiblichen Vorfahren der Herrscher in den Königsinschriften sowie deren Abbildung in Form von Weihgaben. Auch die Schriftkultur besitzt eine andere Ausprägung. Im Gegensatz zu der Fülle altsüdarabischer Inschriften, die in den letzten Jahrzehnten durch die zahlreichen Ausgrabungen im Jemen zutage gefördert sind, kennen wir in Ostafrika bislang in erster Linie Schriftzeugnisse, die vom Bau und der Ausstattung von Heiligtümern berichten. Die 700 Kilometer lange Reise von Saba nach Ostafrika sind die Götter der Sabäer dagegen mit angetreten. So verwundert es auch nicht, dass zumindest ihre Symbolik wie der Halbmond und Venusstern und sicherlich auch Teile der Religion noch über die Jahrhunderte, auch nach dem Untergang des äthiosabäischen Gemeinwesens, Bestand hatten. Dies zeigt etwa die Münzprägung der Könige von Aksum, die diese Götterzeichen erst mit dem Übertritt zum Christentum in der Mitte des 4. Jahrhunderts aufgaben. Mit Hilfe des DFG-Langfristvorhaben ist es uns nun möglich, die Archäologie und Geschichte dieses wichtigen Fundplatzes umfassend und mit internationalen Partnern zu erforschen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.